Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und dieses Mal geht es um alternative Spielmodi, die gerade im Supertest getestet werden. Da ich keine Bilder oder keine Videos von habe, gibt es dieses Bild vom Development Block und im Hintergrund ein bisschen random Gameplay. Der erste Modus ist ein Modus über die Kontrolle von bestimmten Bereichen, die auf der Karte zufällig entstehen. Man muss sie mit den Schiffen erobern. Ist dieselbe Anzahl von Feindschiffen und eigenen Schiffen im Cap, passiert nichts. Erst wenn ein Ungleichgewicht entsteht, gelingt es diesem Team, das mehr Schiffe im Cap hat oder in diesem Bereich hat, den Bonus zu aktivieren, diesen Bereich zu erobern. Mögliche Effekte, die diese Bereiche generieren, sind entweder Cap Points für das eigene Team oder Minus Cap Points für das gegnerische Team. Die Schiffe werden repariert oder die feindlichen Schiffe bekommen Schaden. Modus Nummer 2 ist ein Modus, in dem von Beginn an ein Bereich auf der Karte eingezeichnet wird, der immer kleiner wird, je weiter das Gefecht voranschreitet. Innerhalb dieses Bereichs werden die Schiffe repariert, egal ob Feind oder Freund. Außerhalb des Bereichs bekommt man Schaden. Am Ende des Gefechts soll der Bereich nur noch 3 Kilometer betragen. Es ist quasi so etwas, wie man momentan von den Zonen im Battle Royale spielen kennt. Modus Nummer 3, könnte sagen, ist da was Ähnliches wie Dota oder LOL. Das eigene Team und auch das Gegnerteam muss bestimmte Bereiche erobern. Wenn der Bereich eingenommen ist, spawnen dort, ich würde sagen, Minions. Hier sind es aber Schiffe. Schiffe, die explodieren, wenn sie am Ziel angelangt sind. Und das Ziel ist das gegnerische Fort, denn beide Teams besitzen ein Fort. Die Schiffe muss man aber eskortieren mit den eigenen Schiffen, ansonsten bewegen sie sich nicht. Wenn diese Schiffe explodieren, dann beschädigen sie alles, was in Reichweite ist. Ob es Feind ist oder ob es Freund ist. Das Team, das das gegnerische Fort zuerst zerstört, hat natürlich gewonnen. Man kann das gegnerische Fort natürlich auch direkt beschießen, aber das soll nur die Punkte des gegnerischen Teams verringern, aber nicht in dem Maße, wie es diese Explosivschiffe machen. Modus Nummer 4 ist ein kleiner abgeänderter Domination-Modus, mit dem Unterschied, dass die Bereiche, die kontrolliert werden müssen, also die Caps, erst nach einer gewissen Zeit aufgeschalten werden. Quasi, sie sind vorher unsichtbar und werden erst dann sichtbar und müssen erobert werden. Ich muss schon sagen, manche dieser Modi sind sehr kurios, vor allem der Dota, aka LOL-Modus, also Modus Nummer 3, auch Modus Nummer 2, was wie gesagt dem Battle Royale-Spiel nachempfunden ist, ist jetzt nicht unbedingt etwas, das ich brauche im normalen Spiel. Wäre vielleicht etwas für die Wochenaufträge oder mal wieder was Lustiges an Halloween, an Weihnachten, an, ihr wisst, was ich meine, ein Event. Ansonsten, was haltet ihr denn von diesen tollen neuen Modi? Und wo sollten sie am besten integriert werden, im Koop oder sogar im Zufallsgefecht? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.